Ja, es ist ein bisschen crazy, hier drei Handys reinzuhängen, um sich navigieren zu lassen. Aber ich möchte heute Navigations-Apps vom Handy testen und ausprobieren, die für uns Camper interessant sein können. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um Navigations-Apps. Jetzt sagt ihr, naja, warum um Navigations-Apps? Es gibt ja nur Google Maps. Nee, gibt es eben nicht. Und trotzdem muss ich sagen, Google Maps ist richtig, richtig geil. Es wird heute aber nicht um Google Maps gehen. Warum nicht? Weil ich dort keine fahrzeugspezifischen Daten eingeben kann, die durchaus immer wieder mal sehr wichtig sein können, gerade wenn es um die Durchfahrtshöhe bei Unterführung geht. Habe ich auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Oder wenn es zum Beispiel um Gewichtsthemen geht, gerade zum Thema Maut, da ist das ja doch durchaus sehr relevant. Und da gibt es eben auch andere Apps, die wirklich, ja, vielleicht Spaß machen können. Genau das will ich mir heute anschauen, ob sie denn Spaß machen oder nicht. Und deswegen kümmern wir uns auch gleich mal um die Navigation in diesem Video. Ich stelle euch mal die einzelnen Kapitel vor. Im ersten Teil schauen wir uns mal an, welche Apps ich mir für euch heute anschaue und reden auch ein bisschen über die Spezifikation, also was kostet der Spaß und auf welchen Geräten laufen die etc. Danach gucken wir uns mal die Einrichtung der verschiedenen Apps an und im dritten Kapitel schauen wir uns mal an, wie ich Ziele eingeben kann, wie die ganze Navigation funktioniert und das dann auch gleich im nächsten Schritt schauen wir uns natürlich in der Praxis an. Wir fahren ein bisschen durch die Gegend, gucken mal, welche Vorschläge uns die unterschiedlichen Systeme machen. Es ist sehr interessant gerade, weil bei uns gerade in München Sicherheitskonferenz ist. Das heißt, da sind viele Straßen gesperrt, da ist teilweise viel Stau und da gucken wir mal, ob wir damit zurechtkommen mit unserem Navigationssystem. Und dann zu guter Letzt gibt es natürlich noch mein persönliches Fazit und dann sind wir auch schon wieder durch. Und ich würde jetzt sagen, ein kleiner Teaser noch, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch an der Stelle. Herzlichen Dank, denn hier auf dem Kanal geht es ständig um Themen rund ums Camping. Und ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt, auch gerne die Glocke, dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt. Aber wir fangen jetzt an. Hey, und du biegst jetzt bitte nicht nach rechts oder links ab, sondern bleibst direkt vor dem Display sitzen und guckst dir dieses Video an. Das freut mich sehr und ich wünsche dabei ganz viel Spaß. Ja, und hier haben wir jetzt die Hauptakteure. Und um welche Schätzchen es hier geht, das will ich euch jetzt natürlich verraten. Und zwar sehen wir hier einmal bei dem Android-Telefon die App Copilot. Hier oben in der Mitte, da teste ich dann Südschick und hier ganz bei mir auf dem iPhone, da teste ich nochmal die Software vom ADAC. Das war ja auch genau der Grund, warum mich so viele Leute angeschrieben haben nach einem meiner letzten Videos, wo ich verschiedenste Apps vorgestellt habe. Und da haben viele geschrieben, hey, zeig uns doch mal die Navigations-Apps noch mal genauer im Detail. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und bevor wir da wirklich in die Navigation gehen, reden wir jetzt erstmal über die Spezifikation der einzelnen Apps. Und beginnen möchte ich mit der ADAC Spritpreise-App. Die Initialkosten liegen bei 0 Euro und es gibt auch keine weiteren Kosten in dieser App. Die letzte Aktualisierung war am 16. Februar 2022. Der Fairness halber, heute ist der 21. Februar 2022. Das Ganze ist in Android und im Apple Store erhältlich und für alle Apple-User. Es ist nicht Apple CarPlay-fähig. Das Ganze funktioniert auf dem Smartphone und auf dem Tablet, ist aber nicht für das Tablet optimiert. Es gibt keine fahrzeugspezifischen Daten und es gibt auch keine Offline-Karten. Live-Traffic ist verfügbar und auf der Webseite findet man relativ wenig Aussage zu der App und deren Funktionen. Und weiter geht es im Alphabet mit der App Copilot. Diese ist kostenpflichtig und kostet pro Jahr 29,99 Euro. Es gibt allerdings eine 14-tägige Probezeit mit Sprachnavigation, Routenplanung und Verkehrsinformationen. Die letzte Aktualisierung fand am 10. November 2021 statt. Das Ganze ist im Android als auch im Apple Store erhältlich. Apple CarPlay-fähig ist auch diese App leider nicht. Sie ist dafür auf Smartphone und Tablet ausgerichtet und es können genaue fahrzeugspezifische Daten hinterlegt werden, anhand deren dann auch die Routen ausgewählt werden. Offline-Karten sind verfügbar, genauso wie der Live-Traffic. Zudem können Umweltzonen gemeidet werden. Auf der Webseite findet man sehr gute Informationen, welche weiteren Features in dieser App noch enthalten sind.
Sprechen wir jetzt noch über Südschick und beginnen wir mit den Kosten. Diese App kostet einmalig 99 Euro und darin sind 3 Jahre Kartenupdates enthalten. Zusätzlich gibt es noch In-App-Käufe, zum Beispiel für den Live-Traffic für 19,99 Euro pro Jahr oder die Radarfallen ebenfalls 19,99 Euro. Zudem gibt es eine Funktion namens Head-Up-Display. Hier kann man sich die Navigation auf die Windschutzscheibe projizieren. Hat bei mir ehrlicherweise nicht hundertprozentig gut funktioniert. Kosten 9,99 Euro. Die letzte Aktualisierung fand am 9. Dezember 2021 statt. Die App ist sowohl im Android als auch im Apple Store verfügbar. Und zum Thema Apple CarPlay kann ich nur sagen, offiziell wird gesagt, sie wäre Apple CarPlay fake. Bei mir konnte ich das allerdings nicht auswählen, es hat auch nicht funktioniert. Die App ist auf Smartphone und Tablet ausgerichtet und es können fahrzeugspezifische Daten hinterlegt werden. Auch Offline-Karten stehen zur Verfügung und, wenn man dafür gezahlt hat, auch der Live-Traffic. Umweltzonen können gemieden werden und auf der Webseite befinden sich weitere Informationen zu Funktionsumfang und Kosten. Bevor wir jetzt groß auf Tour gehen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns gemeinsam mal an, wie ich die unterschiedlichen Apps konfigurieren kann und welche Möglichkeiten ich überhaupt bei den einzelnen Apps habe. Beginnen wir direkt mit der ADAC-App. Hier ist die Installation denkbar einfach, weil es auch nicht viel zu konfigurieren gibt. Die App wird installiert, man bekommt erste Hinweise zur App selbst. Danach wählt man aus, welche Spritsorte man für sein Fahrzeug benutzt. Dann kann man den Analysedaten zustimmen oder sie auch verweigern. Die Verkehrsdaten kann man teilen, das ist dann gut, wenn man Staus mit seiner Community teilen möchte. Die Standortzugriffe kann man natürlich erlauben oder auch ablehnen, das kann man auch später machen. Für die reine Tourplanung braucht man das nicht und dann kann es auch schon losgehen. Und diese Konfiguration kann jederzeit in den Einstellungen bearbeitet und verändert werden. Machen wir direkt weiter mit Copilot. Als allererstes wählt man hier den Fahrzeugtyp aus, in unserem Fall natürlich das Wohnmobil. Der nächste Schritt ist die Kartenauswahl und hier habe ich ganz viel zur Verfügung. Zum einen kann ich mir das volle Paket Europa herunterladen oder, um Speicherplatz zu sparen, auch einfach nur einzelne Regionen. Während der Installation kann man sich ein paar Tipps anschauen, was einen alles erwarten wird. Und dann geht es auch direkt weiter mit den Fahrzeugdaten. Hier kann ich wirklich alle wichtigen spezifischen Daten eingeben. In diesem Profil habe ich noch viele Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Umweltzonen meiden, die Routenoption und vieles mehr. Und kann dann einen Profilnamen für diesen Fahrzeugtyp vergeben. Im Anschluss kann ich direkt eine Einjahreslizenz kaufen oder mit dem 14-tägigen Test beginnen. Und ansonsten habe ich bei Copilot wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten, die auch sehr klar strukturiert sind. Ich kann jetzt gar nicht alle herzeigen, aber hier mal ein ganz kurzer Einblick. Ich kann zum Beispiel die Navigation oder die Routenplanung hier sehr schön beeinflussen und an meine Bedürfnisse anpassen. Das geht sogar so weit, dass ich aus verschiedenen Farbschemen die Kartendarstellung auswählen kann, die mir am besten gefällt. Dann sehen wir uns jetzt nochmal Südschick an und hier ist das Wichtigste, dass man die richtige App runterlädt und zwar nicht die für PKWs, sondern die Südschick GPS, LKW und Wohnmobil und danach geht man durch die ganzen Datenschutzrichtlinien und Freigaben. Dann entscheidet man, ob man das Ganze erstmal testen möchte oder direkt kaufen möchte und dann geht es weiter mit dem Download des entsprechenden Kartenmaterials. Während die Karten heruntergeladen werden, kann man die fahrzeugspezifischen Daten eingeben. Natürlich die Klassiker wie Länge, Höhe, Breite, aber sogar so weit, dass man die einzelnen Achslasten hier hinzufügen kann. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle noch, wenn ihr Kommazahlen vergeben wollt, müsst ihr diese mit einem Punkt trennen, weil ansonsten das System das nicht verarbeitet. Wenn der Kartendownload abgeschlossen ist, kann man auch direkt mit der Navigation starten. Bei den Einstellungen hat man jederzeit Zugriff auf die Kartenverwaltung oder auch auf das Profil, das man vorher für das jeweilige Fahrzeug eingegeben hat. Des Weiteren kann man natürlich jederzeit seine Routeneinstellungen so optimieren, dass es zu den eigenen Bedürfnissen passt mit allem Pipapo. Schauen wir uns jetzt mal an, wie man überhaupt ein Ziel eingeben kann. Also wir sind jetzt kurz vor der Tour und da zeige ich euch das Ganze jetzt erstmal bei der ADAC-App. Die Eingabe der Navigation ist wirklich super einfach. Genauso wie ihr das kennt aus Google Maps und anderen Apps, kann man das einfach oben eingeben, sein Ziel, und kann auch ganze Routen damit planen. Ich kann mit der App auch Sonderziele suchen und vor allem auch freie Ziele. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Kiteschule suche, dann tippe ich die ein, wie die heißt, und ich kriege dann auch sofort ein Ergebnis und kann mich dorthin navigieren lassen. Wie sieht jetzt die Navigation bei Copilot aus?
Relativ einfach, ich kann eine Adresse eingeben, suche einfach die Stadt, den Ort, die Postleitzahl, gebe die Straße und die Hausnummer ein und kann mich dann sofort dorthin navigieren lassen. Ich kann dann auch feste Ziele hinterlegen, wie zum Beispiel irgendwelche Heimadressen oder auch die Firmenadresse. Ich habe Sonderziele, die ich auswählen kann. Ich kann dafür direkt nach Koordinaten suchen und das ist ja für uns Camper manchmal auch eine feine Geschichte. Und ich kann hier Routen abspeichern und die auch immer wieder öffnen. Wie sieht das Ganze jetzt bei Südschick aus? Und auch das ist relativ einfach. Ich kann die Suchanfrage entweder direkt hier oben eingehen, ich kann das auf der Karte aussuchen, ich kann wie immer über ein Adressfeld die Daten eingeben, ich kann mich auch wieder nach Hause navigieren lassen, ich kann Sonderziele in der Nähe suchen, ich kann aber nicht nach Freitext suchen, also auch da ist es wieder so, wenn ich DB-Guide suche, auch oben in der Suchzeile, dann werde ich da nicht wirklich fündig. Ich kann aber auch hier Koordinaten eingeben und auch das ist ja durchaus sehr, sehr sinnvoll für uns Camper. Soweit also jetzt die Theorie, aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt in der Praxis an und lassen uns mal ein bisschen navigieren. Steigt einfach ein und kommt mit. Also fahre ich kreuz und quer und zeige euch die unterschiedlichen Navigationssysteme einfach mal im direkten Vergleich. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal bei der Durchfahrt einem kleinen Städtchen wie Erding an und da sieht man beim ADAC ganz gut, hier ist vor mir die Fahrbahn orange markiert, das bedeutet, ich kann hier mit zähflüssigem Verkehr rechnen und genauso ist es auch, die anderen Apps zeigen mir das nicht. Auf der anderen Seite sieht man bei Südschick ganz gut, dass ich weiß, dass ich ab 40 Metern wieder mit 30 km/h fahren kann und so geht das die ganze Zeit bei der App, man sieht also immer, wie viel ich ab wo fahren darf und damit kann man sehr vorausschauend fahren. Und dann provoziere ich eine Routenneuberechnung, weil ich einfach mal falsch abbiege. Und ihr seht, was passiert. Das ist sehr interessant. Der ADAC leitet mich direkt in eine Wohnsiedlung. Das kann mit einem großen Wohnmobil natürlich sehr unangenehm werden. Und Südschick weiß erstmal überhaupt nicht, was es machen soll. Es gibt mir auch Umkehrrouten an, die gar nicht existieren, weil die Straße einfach nicht da ist. Das ist sehr, sehr hektisch. Und der Einzige, der mir wirklich Ruhe gibt und der das souverän macht in dieser Situation, das ist wirklich Copilot. Im nächsten Beispiel möchte ich euch mal zeigen, wie die Spurassistenten aussehen. In diesem Fall auf der Autobahn bei einer Abbiegung und ich möchte wissen, wo möchte ich mich einordnen und entscheidet selbst, welche Darstellung da für euch am besten ist. Ein Hinweis noch, ich habe hier die Screens der Navigations-Apps um einiges beschleunigt, damit das jetzt nicht zu langwierig für euch wird. Zu guter Letzt möchte ich euch noch das Beispiel einer Tunneldurchfahrt zeigen und hier muss man aufpassen, in der Mitte verwende ich ein Android-Telefon bei Copilot, da funktioniert das Ganze nicht mit der Ortung. Ich habe das später nochmal mit Copilot auf einem iPhone ausprobiert und da hat das Ganze dann bei mir mit der Ortung und der Navigation funktioniert. Besonders hervorheben möchte ich hier noch Südschick, denn hier hast du sogar im Tunnel auch Spurassistenten und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Und pünktlich zu meinem persönlichen Fazit kommt jetzt auch noch die Sonne raus, genauso soll es sein. Ich fange an mit der ADAC-App. Was gefällt mir nicht so gut? Naja, zum einen, dass sie nicht wirklich für große Campingfahrzeuge ausgelegt ist. Auch wenn man Wohnmobil draufschreibt, ist nicht wirklich Wohnmobil drinnen. Das ist zumindest mein Eindruck bei den Preisen für die Mautgebühren und so eventuell schon, aber eben nicht bei der Routennavigation. Und das merkt man vor allem, wenn man mal von der Route abweicht, dann bringt einem die Route mal schnell in Gegebenheiten, wo man umdrehen soll, wo ich das aber mit dem großen Camper definitiv nicht empfehlen würde. Zum Beispiel in irgendwelchen Wohnsiedlungen, wo es auch durchaus sehr eng hergehen kann. Eine Sache ist mir bei der ADAC-App auch aufgefallen, und zwar, dass die Ankunftszeit, naja, sehr pessimistisch berechnet wird. Das ist natürlich ein Erfolgserlebnis, wenn du dann früher da bist, aber gerade auf langen Strecken, finde ich, geht die Zeit schon deutlich daneben. Man sieht das ja in Verbindung mit den anderen Apps, da sind teilweise Unterschiede von bis zu 2 Stunden drinnen. Die eine App sagt etwa 5 Stunden, die andere sagt 7 Stunden. Also da ist schon eine Differenz, die finde ich ein bisschen grenzwertig. Kommen wir jetzt aber zu den Dingen, die mir sehr gut gefallen bei der ADAC-App und das ist definitiv der Preis, denn die ist kostenlos und das muss man ja auch immer im Auge behalten. Das ist eine kostenlose App, ein kostenloser Service und das ist wirklich genial. Des Weiteren gefällt mir die Darstellung am besten von all den 3 Apps, die ich jetzt getestet habe. Ich finde, sie ist klar strukturiert. Es ist, naja, egal ob in Dunkelheit oder in Helligkeit, immer super ablesbar. Es ist für mich, ja, wie gesagt, die beste Darstellung. Und ich finde die App hervorragend, um seine Route zu planen. Gerade eben im Punkto,
Mautgebühren, da kann man super schöne Einstellungen machen, Mautstraßen umgehen, gucken, wie weit würde man sonst fahren, wenn man die Mautstraßen umgeht, wie verhält es sich mit den Spritpreisen etc. Das gefällt mir richtig gut an der ADAC-App. Kommen wir zu Copilot und naja, da gefällt mir eine Sache nicht und zwar, mir ist es immer wieder passiert und zwar egal, ob auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät, dass ich irgendwas tippe, aber die Menüführung nicht reagiert oder zumindest stark verzögert reagiert und das ist natürlich schade und das hemmt einen, da weiß man auch nicht, hat sich die jetzt aufgehängt, dauert es einfach noch ein bisschen, sind die Finger kaputt, whatever. Das gefällt mir nicht so gut an dieser App. Am besten wiederum gefällt mir an der App, dass sie von der Ankunftszeit eigentlich die beste im Vergleich war. Sie hat eigentlich immer am besten daraufhin abgezielt und es hat immer wieder gestimmt, egal ob das Strecken von 15 Kilometer waren, ob das Strecken von 40 Kilometer waren oder ob das auch Strecken von bis zu, naja, so 300, 400 Kilometer. Mehr habe ich ehrlicherweise nicht gemacht mit der App. Aber das ist so die Erfahrung, die ich aus den ganzen letzten Monaten mitnehmen kann. Die Ankunftszeit ist wirklich hervorragend gut berechnet. Darüber hinaus gefällt mir auch die Darstellung sehr gut. Du hast da zig verschiedene Einstellmöglichkeiten. Generell hast du sehr viele Einstellmöglichkeiten in dieser App und das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch das Preismodell finde ich sehr interessant, denn wenn du weißt, du fährst jetzt einfach nur mal für 10 Tage in Urlaub, dann kannst du sie zum Beispiel kostenlos einfach mal testen. Des Weiteren zahlst du 29 Euro pro Jahr. Wenn du das jetzt natürlich auf 10 Jahre rechnest, dann ist das am Ende schon ganz schön teuer. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, du brauchst sie jetzt einmalig, um eine Tour zu fahren, die du noch nicht kennst, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr faires Angebot. Und jetzt, last but not least, sprechen wir natürlich noch über Südschick. Und was mir da gar nicht gut gefallen hat, das war der Punkt, wenn man sich mal verfahren hat, dann braucht die App sehr, sehr lange, bis sie wieder dich auf die richtige Route eingestellt hat. Sie wirkt teilweise sehr hektisch sogar. Also das ist verwirrend, da brauchst du viel Geduld und das ist eigentlich schade. Das haben die anderen beiden Apps definitiv besser gemacht. Auf der anderen Seite rechnet sie alles so um, dass du als großes Fahrzeug wirklich wieder gut umdrehen kannst. Das haben die anderen wiederum ein bisschen schlechter gemacht. Was mir auch nicht gut gefällt, das ist generell die Darstellung. Das wirkt alles sehr alt, sehr bieder und auch die Menüführung, die ist wirklich in die Jahre gekommen. Auf der anderen Seite positiv zu erwähnen ist, es gibt wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten und das ist wirklich sehr, sehr lobenswert, vor allem, weil es hier eine wirklich echte LKW-Navigation ist. Also gerade wenn du größere Fahrzeuge hast, also auch größer als ich hier natürlich, dann ist das eine Navigation, die richtig Spaß macht, die dich auch gerade im Umweltzonen rumbringt, wenn du das haben musst. Sie priorisiert nicht Innenstädte, das merkst du auch an der Routenplanung, also da wirst du versucht, drum rumgeleitet zu werden. Und das sind alles Themen, wenn du wirklich mit einem großen Fahrzeug unterwegs bist, dann ist das ja auch wirklich wichtig und relevant und das macht sie wirklich richtig gut, da erfüllt sie einen guten Job. Gerade auch der Spurassistent ist sehr, sehr angenehm. Wenn man auf mehrspurigen Straßen unterwegs ist, dann fällt einem das auf. Man weiß immer, wo man sich einzuordnen hat. Auch das spricht für mich definitiv für diese App. Und dann ist da noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, aber die hat mir immer wieder mal ein bisschen den Hintern gerettet. Und zwar ist es die Einstellung, Zielort in Fahrtrichtung erreichen. Und das ist gar nicht so ohne. Also ich habe das gerade in Italien manchmal bei Campingplätzen erlebt. Da hatte ich das Ziel eingegeben, war dann auch vor dem Campingplatz, aber auf der falschen Straßenseite und konnte ewig nicht umdrehen. Und das ist sehr unangenehm. Und das kannst du einstellen bei dieser App. Und dann kommst du eben genauso an den Platz hin oder an deinen Zielort hin, dass du auch wirklich dort reinfahren kannst. Und das ist so eine Kleinigkeit. Und das wollte ich einfach nochmal hervorgehoben haben. Denn das ist eines dieser Einstellmöglichkeiten, die diese App bietet, die wirklich hervorragend ist und die dir das Leben durchaus vereinfachen kann. So, zusammengefasst kann man also wirklich sagen, die ADAC-App ist so das Ding, wo man sich einfach orientieren kann, wo man Routen gut planen kann, definitiv. Aber mehr auch ehrlicherweise nicht, denn diese Wohnmobilgeschichte suggeriert uns, dass das auf Fahrzeugspezifikationen ausgelegt ist, ist es aber in der Navigation, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht wirklich. Aber die App hat viel Potenzial und sie ist vor allem kostenlos. Und auch das muss man natürlich immer wieder fairnesshalber erwähnen. Und dafür macht sie ihren Job richtig gut. Wenn du jetzt aber mehr unterwegs bist und wenn du wirklich mit einem größeren Fahrzeug vor allem unterwegs bist, dann kommen die anderen beiden Apps mehr in den Fokus. Und da muss ich sagen, da tue ich mich auch schwer, was besser ist. Ich glaube, am Ende kommt es wirklich darauf an, wie oft brauchst du diese App. Und da will ich ein bisschen auf das Preismodell hinspielen. Denn jetzt mal angenommen, du fährst einfach nur mal für 10 Tage in Urlaub, dann ist die Copilot perfekt. Dann kannst du dann 14 Tage Trail verwenden und kannst damit quasi kostenlos navigieren lassen. Also einmalig zumindest. Oder wenn du sagst, du fährst jetzt einmal groß nach Kroatien und dann wirst du in den Folgejahren immer wieder dorthin fahren. Das heißt, fürs erste Jahr zahlst du halt die 29,99 und fährst dorthin. Du kennst die Strecke, fühlst dich dann wohl und brauchst das vielleicht in den darauffolgenden Jahren nicht. Dann ist mit Sicherheit die Copilot auch
günstiger als die Vollversion bei der Südschick. Auf lange Frist hingesehen ist die Südschick allerdings wieder günstiger, weil mit 99 Euro auf Lebenszeit ist natürlich eine andere Ansage als die 29,99 pro Jahr. Soweit also zu meinem persönlichen Fazit. Jetzt interessiert mich natürlich dein persönliches Fazit. Also hack gerne in die Tasten und schreib mir in die Kommentare, welche App kommt für dich in Frage, mit was lässt du dich navigieren. Das würde mich sehr interessieren und würde uns allen wahrscheinlich enorm weiterhelfen. Und als kleines Dankeschön würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Like nach oben da lässt. Das ist für mich eine Mordsmotivation, solche Videos immer zu drehen, denn da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Also an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Und wenn du total wild bist und es noch nicht gemacht hast und du kein Video mehr verpassen willst bei Fan4Van, dann abonniere sehr gerne den Kanal, drück die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Hier geht es rund um Camping und alles, was dazugehört. Insofern würde ich mich über jeden einzelnen von euch sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch, egal mit was ihr euch navigieren lasst, ob ihr euch überhaupt navigieren lasst, dass ihr immer ordentlich und sicher ans Ziel kommt und vor allem glücklich und gesund wieder zurückkommt. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin freue ich mich. Alles Gute, euer Markus. Ciao.